Welcome back, liebe Leute. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video scheißen wir mal so richtig drauf. Ja, Leute, heute gibt es kein Hairstyling-Tutorial von mir. Heute gibt es auch kein Model-Werden-Video von mir, sondern einfach mal ein generelles Statement, was ich setzen will und euch mit auf den Weg geben möchte. Denn ich habe echt viele, viele Nachrichten von Jungs und Mädels bekommen und auch Fotos geschickt bekommen mit der Frage, hey Daniel, ich habe den Traum, Model zu werden, aber viele Leute raten mir davon ab, weil das nicht der sichere Weg ist und ich weiß nicht, ob ich das Zeug dazu habe, bla 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 bla. Leute, das geht jetzt mal an euch da draußen, ja? Und es geht nicht um das Thema Model werden, es geht nicht um irgendwelche anderen Sachen, das ist ein generelles Statement. Wenn du da draußen einen Traum hast, egal was es ist, wenn du Arzt werden willst, Musiker werden willst, Fußballer werden willst, Model werden willst, egal was, dann beschütze diesen Traum und versuch fucking nochmal diesen Traum umzusetzen. Gib alles dafür und scheiß drauf, was alle anderen sagen. Scheiß komplett drauf. Wirklich. Weil es hat keinen Sinn, auf alle anderen zu hören. Alle, wenn du 10 verschiedene Leute fragst, bekommst du 10 verschiedene Meinungen. So, und wenn du einen Traum hast, beschütze diesen Traum und versuche diesen Traum zu verwirklichen. Wenn du zum Beispiel Model werden willst, dann gib alles dafür. Dann starte durch. So, dann egal, wenn jemand sagt, hey, das schaffst du eh nicht oder da bist du zu schlecht, du siehst nicht gut genug aus. Bullshit. Ja, da rein, da raus. Ich möchte jetzt mal ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Ja? So, ich bin damals mit Fußball Freestyle angefangen. Wie jeder kleine Junge hatte auch ich den Traum, Fußballprofi zu werden. Ja? So, mit dem Fußballprofi hat es nicht ganz geklappt, ja? Aber ich habe trotzdem relativ hoch gespielt. Und ich wollte unbedingt mal in der Allianz Arena stehen. Ja? In der Allianz Arena vor 80.000 Leuten. So, ich habe Fußball Freestyle gemacht. Alle Leute haben mich ausgelacht. Ja? Die haben mich ausgelacht. Die meinten so, was ist das denn für ein Vogel? Ja? Machst du Fußballtricks, dies, das, bla bla. Ja, und dann, was passiert? Ich habe meine ersten Shows gehabt als Fußball-Freestyler, meine ersten Verträge bekommen als Fußball-Freestyler, habe meine ersten Shows im großen Stadion gemacht und irgendwann stand ich vor 80.000 Leuten in der fucking Allianz Arena und habe meine Show gezeigt. Leute, was ich euch damit sagen will, ich will nicht sagen, hey Daniel, cooler Typ, so wow, 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 nein, ganz im Gegenteil, wenn du einen Traum hast, ja, dann fucking nochmal geh dahinter her und verwirkliche diesen Traum. Denn alle Leute sagen zu Anfang, ah, das kann der eh nicht, das wird sowieso nichts, bla bla, guck dir den mal an mit seinen Fußballtricks, ha, witzig. Und weißt du was? Genau diese Leute, die mich am Anfang belächelt haben, ja, die kommen dann anschließend an und sagen so, wow, krass, Alter, hey, ich habe gesehen, du warst in der Allianz Arena, hast eine Show gemacht, bla bla bla, kannst du vielleicht mal Karten abchecken fürs Spiel, ja? Leute, genau auf diese Leute, scheiß drauf, scheiß fucking nochmal drauf. Egal, was ihr im Leben macht, wenn ihr den Traum habt, beschützt diesen Traum. Egal was passiert, so, ihr könnt immer noch einen anderen Weg einschlagen. So, ob dieser Weg sicher ist, unsicher ist, ja, das ist ganz subjektiv. Also wenn du irgendeinen Traum hast, ja, dann mach es und lass dich nicht von irgendwelchen Idioten oder anderen Leuten verunsichern. Natürlich hol dir gerne Rat ein von deinen Freunden, aber am Ende des Tages zählt, dass du voll und ganz hinter deinem Traum hinterstehst. Michael Jackson ist auch nicht auf die Welt gekommen und war der beste Musiker on Earth. Oder ein Cristiano Ronaldo ist auch nicht zur Welt gekommen und war der beste Fußballer der Welt. Geht ja gar nicht. Es steckt überall harte fucking Arbeit hinter. Also, wenn du einen Traum hast, ja, dann setz dich hin, arbeite dafür, gib Gas, ja, und dann wirst du diesen Traum erreichen. Ich schwör's euch. Ja. Und nochmal kurzes Beispiel dazu. Dass man sich auch von vielen Leuten oftmals verunsichern lässt. Auch ich, ja. Ich bin auch nur ein Mensch. So, und ich wollte schon seit Jahren einen Hund haben. Ja, seit Jahren. Und dann habe ich gesagt, nee, habe ich auch mit mehreren Leuten darüber gesprochen, nee, das kannst du nicht machen. So dein Lifestyle, du fliegst immer viel hin und her, bist viel auf Reisen, das kann man nicht mit dem Hund vereinbaren. Ja, stimmt, auf der einen Seite habt ihr recht. Man möchte natürlich auch viel Zeit mit dem Hund verbringen und das schaffe ich auch. Aber wenn du das dann wirklich machst, wenn du einen Schritt gehst, ja, dann wird es sich immer einen Weg finden. Wenn du den Weg gehst und Model werden willst oder wenn du den Weg gehen möchtest und Fußballer werden willst, irgendwie wird sich ein Weg finden. Und irgendwie kommst du ans Ziel. So, und wisst ihr was? Ich habe die beste Entscheidung meines Lebens getroffen. Und trotz, auch wenn alle gesagt haben, nein, das kannst du nicht, du reist zu viel, du kannst dir keinen Hund zulegen, habe ich mir einen Hund zugelegt. Wisst ihr was? Weil es mein Traum war, einen Hund zu haben. Und ich kann es gar nicht sagen. Ja, Elmo, komm mal her. Mein kleiner Süßer, der läuft hier schon rum. Ich kriege fast Tränen in den Augen, wenn ich drüber nachdenke. Elmo, komm mal her. Lecker, lecker. Lecker, lecker. Komm mal her. Lecker, lecker. Wenn ihr das gerade sehen könntet, ist so süß. Lecker, lecker. Komm mal her. Komm mal her. Lecker, lecker.
So. Und dieser kleine Racker, ja, so, das ist die beste Entscheidung meines Lebens gewesen. Guck mal, Emma. Sagst du Hallo? Guck mal in die Kamera. Das war die beste Entscheidung meines Lebens, dass ich den jetzt habe. So, und klar haben viele Leute, gesagt so, hey, Daniel, du kannst dir keinen Hund holen. Das ist zu viel Arbeit und hin und her. Und Leute, wisst ihr was? Dieser kleine Wollknäuer, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Auch wenn viele Leute gesagt haben, hey, Daniel, das kannst du nicht machen, hin und her. Er war und ist die beste Entscheidung. Und ja, Leute, in diesem Sinne sage ich nur, wenn ihr einen Traum habt, ja, dann verwirklicht den Traum, macht alles dafür und dann werdet ihr das schaffen. So, und jetzt sagen wir Adios, amigos. We'll be right back.